Sei gegrüßt zurück zu Expeditions Rome. Wir haben uns einen Teppich ausgeliehen und machen uns auch schon bald zurück auf den Weg nach zum Himmelspalast. Zum Hof des Himmels. Wie komme ich denn auf den Namen? Okay. Da ist ein Ausgang. Wir schauen uns noch ein bisschen um. Haben wir den Teppich hier? Ich habe alchemistische Zutaten für jeden Zweck. Sei er friedlich oder... Römer mögen Seide wirklich. Ach, da haben wir die Asche. Wirklich? Aber die ist zu weich. Ich schätze, sie mögen weiche Dinge. Okay, das Gespräch habe ich leider nicht ganz mitbekommen. Ja, hier oben waren wir jetzt auch schon. Dann haben wir, glaube ich, alles. Weil hier ist noch ein riesiger dunkler Fleck. Kommen wir dort noch vorbei. Vielleicht finden wir noch was. Auf jeden Fall haben wir jetzt Nafta. Ich habe euch eine Weile nicht mehr gesehen. Was gibt es Neues? Ich habe Mäuse in meinen Getreidesäcken. Ich gehe zum Tempel der Ubaste, um Tribut zu zahlen. Weise Entscheidung. Wisst ihr was? Ich komme mit, damit mir so etwas nicht auch passiert. Ich bin immer doch dafür. Haltet einfach mehr Katzen. Und füttert sie so gut, dass sie gar nicht erst auf die Idee kommen, die Mäuse zu. Ich sehe leider nicht, was er hält. Ja. Wie auch immer das ist. Dann haben wir, glaube ich, alles. Dann verschwinden wir. Gehen zum Hof des Himmels. Und dann müssen wir noch was anderes tun. So, Kleopatra ist am Hof des Himmels. So, dann haben wir noch... Region haben wir alle befriedet. Der Händlerkarawane müssen wir auflauern. Bin ich eigentlich gar kein Freund von. Denn die Händler können ja nichts dafür. Ich finde es etwas blöd, dass man die Sachen nicht irgendwie anders besorgen kann. Ich meine, wir haben Geld genug. Wir hätten ja auch denen einfach die Sachen abkaufen oder so. Und ich meine, der Teppich, der kommt ja zum Pharao. Nur zu einem anderen Pharao. Haben wir hier hinten eigentlich alles besetzt? Ja, haben wir. Können wir die Legio Victrix dahin, aber die können wir mal hier hinschicken. Da brauchen wir sie ja nicht. Neuer Ort entdeckt, Säge. Ach, wir hatten dorthin noch einen Karawane. Der Sklavenhändler, ein umgekippter Karren versperrt euch den Weg. Ein Rad scheint im Sand festzustecken. Ein zierlicher Mann schreit in einer Sprache herum, die ihr nicht versteht. Ja, er spricht Griechisch, Domine. Es scheint, als wäre er ein Händler, der sich auf Servi spezialisiert hat. Die Servi versuchen, den Wagen freizubekommen. Ohne Erfolg. Gleichzeitig schlägt sie ihr Dominus gnadenlos mit einem Stab. Den Händler töten, einem eurer Leute befehlen, mit dem Händler zu reden, den Servi helfen, den Karren zu schieben. Eure Prätorianer helfen dabei, den Karren rasch aus dem Weg zu schieben. Der Händler murmelt etwas und drückt euch eine angemessene Menge an Denarii in die Hand. Hätte auch den Händler töten können. Da der die so geschlagen hat, finde ich... Ja, ich will die... Also... Töten will ich ihn ja trotzdem nicht. Nein, dafür, dass er Sklavenhändler ist, aber das ist ja in der Zeit üblich und... Entscheiden können wir uns ja auch nicht dagegen. So gesehen. Machen wir was... Unes.
dass die wenigstens nicht mehr geschlagen werden. Wobei die Sklaven ja auch nicht besser arbeiten, wenn sie schon alles geben, wenn man sie dann schlägt. Gut. Gehen wir hoch. Frag mich nur immer noch, was mit der Schwester ist von... Ja, von Bestia. Dann gehen wir mal zu Kleopatra. Und das Haus dort sieht nicht mehr so ganz frisch aus. Genau, das sind noch zwei Ruinen. Sonst sind die Häuser aber größtenteils in Ordnung. Habt ihr schon einen Teppich für mich? Ihr denkt also, ihr wärt eine Göttin. Nein. Warum nennt ihr euch dann eine Göttin? Weil ich eine Göttin bin. Aber ihr sagtet doch gerade, ihr wärt keine. Das habe ich nicht gesagt. Ihr habt mich gefragt, ob ich denke, dass ich eine Göttin bin, und ich sagte, dass ich das nicht denke. Ihr seid ein Narr, wenn ihr glaubt, Göttlichkeit ließe sich durch Meinungen beeinflussen. Man denkt nicht, man sei göttlich. Entweder man ist es oder eben nicht. Da ist was dran. Seid ihr göttlich? Alexander der Große war mein Vorfahr. Ich bin die Tochter von Eroberern und Pharaonen. Die höheren Götter Ägyptens sprechen durch mich. Mein Wort entscheidet über Leben und Tod. Ich beherrsche diese Welt und das, was nach ihr kommt. Seht mir in die Augen, Römer. Ich bin göttlich. In mehrerlei Hinsicht. Die Frage ist, seid ihr es? Also das mit dem Beherrschen der Welt, das stelle ich ja schon mal in Frage. Das bin ich nicht. Wahrlich nicht. Ich bin ein wenig von den Beziehungen eurer Familie verwirrt. An meiner Familie ist nichts verwirrend. Ja, euer Bruder ist zugleich euer Ehemann? Natürlich. Warum sollte eine Göttin einen Sterblichen als Gatten akzeptieren? Ich schätze, das ergibt Sinn. Enttäuscht? Warum sollte das Volk euch und nicht euren Bruder unterstützen? Er wendet sich gegen den Willen des Volkes. Meine Familie ist ihren Traditionen sehr verbunden. Sie steht in enger Verbindung mit den Göttern, aber nicht mit dem Volk. Mein Bruder will tatsächlich die alten Götter ersetzen. Das ist ebenso närrisch, wie zu versuchen, das Volk zu ersetzen. Ich werde dem Volk geben, was es will und was es braucht. Oh gut, Nummer eins werde ich dich fragen. Natürlich denkt sie, dass wir gewinnen. Sie ist ja eine Göttin. Ihr den Teppich des Pharaos geben. Seht, ich habe euch den besten Teppich in Afrika gebracht, vielleicht gar in der Welt. Dieser Teppich, das ist ausreichend. Das ist alles? Mehr sagt ihr nicht dazu? Ich mag ihn. Ihr solltet jetzt gehen. Ich will meinen neuen Teppich bewundern. Geht fast etwas gesagt, was normale Menschen sagen. Ich war auf jeden Fall überrascht. Vielleicht hilft uns das irgendwie. Ich bin zwar nicht so ganz glücklich mit ihr, aber wenn sie erstmal mit uns zufrieden ist, ist das ganz praktisch. Dann fällt sie uns vielleicht nicht ganz so schnell in den Rücken. Oder lässt es da mit sich reden? Ah, du hast eine ganz neue Fähigkeit bekommen. Wirkt betäuben auf Gegner. Okay.
Irgendwas. Du hast auf jeden Fall eine. Beschützen lenkt jetzt auch Statuseffekte auf den beschützenden Charakter. Immun gegenüber allen negativen Statuseffekten, die sich auf Schilder auswirken. Das brauchen wir. Wäre für dich auch ganz praktisch. Okay. Die wirken ja mit ihren Speeren Schildbrechen. Oder Schildbruch. Oder wie es auch immer heißt. Da ist es ganz praktisch, wenn wir was dagegen haben. Also, jetzt müssen wir zur Händlerkarawane. Gehen schon mal hin. Und jetzt gehe ich kurz doch nochmal auf Gruppenverwaltung. Ja, ihr habt nämlich keine praktischen Gegenstände. Und die anderen haben schon vieles davon verbraucht. Okay. Fix erstmal das und nimm den Verband mal mit. Bestia. Nur was du kriegst. Achso, du hast schon Wasser. Dann sind Krähenfüße vielleicht wirklich eine Idee. Wir gehen dann doch nochmal zurück ins Lager zuerst. So. Du kriegst das. Und du kriegst einen Wasserkrug. Und dann. Ach, du hast noch. Du holst mal noch die Speere mit und du kriegst die. Ja, machen wir es so. Bin ich so ganz zufrieden. Können dann auch mal gucken, dass wir die Brandbomben in Auftrag geben. Durch das kostenlose Auffrischen müssen wir ja nicht immer wieder was an Kosten dafür bezahlen. Das ist auch praktisch. Eigentlich würde es nur Salpeter kosten, aber... Das müssen wir ja auch nicht unbedingt bezahlen. So. Als erstes gehen wir mal hierher. Legate, kommt vorbei, falls ihr etwas Zeit habt. Die Ausrüstung, die ihr wolltet, ist mich. Fast fertig. Hier habe ich irgendwann einen Auftrag. Die neuen Pläne durchgehen. Da brauchst taktische Gegner. Und zwar Krug mit griechischem Feuer. Dann können wir einen herstellen. Aber ich glaube, der eine ist auch gut genug. Und die Rauchbomben. Produzieren wir beides. Und du kommst, die ihr mir geschickt habt. Ich war kurz verwirrt. Fabrik und Waffenkammer von den Namen her. Hey, was gibt? Okay, weitermachen. Gehen wir mal euch noch ein bisschen durch. Wie kann ich euch helfen? Weitermachen. Bestia dürfte auch nichts haben. Da hoch wollen wir vor allem. Kommt. Und Julia und Synoros ist wahrscheinlich wieder vorne. Aber der wird auch nichts zu sagen haben. Hey, Hübsche. Hallo, Hübsche. Und so. Die Krähenfüße. Die... Machen wir es so. So. Dann stellen wir mal kurz ein, dass wir nochmal ein paar Auffrischungen bekommen. Und dann geht's weiter. Karawane auflauern. Ja,
haben da oben auch noch relativ viele Sachen. Hier wollte ich. Und zwar Spekulatorzelt. Ist gut fürs Spekulatorzelt. Und du kannst gar nicht so. Verbesserung. Da fehlen uns noch ein paar Sachen. Die Mauern könnten wir sogar bauen. Miete wäre halt auch interessant. Wir werden erstmal das Legatus-Zelt, glaube ich, machen. Holz brauchen wir dafür. Dürften wir schon bald kriegen. Wir hätten auch irgendwo ein Holzfällerlager gefunden sogar. Aber erst wenn wir gegen die Ägypter richtig Krieg führen. Das sind schon mal Bauernhöfe. Und da wollen wir hin. Ach, da muss ich die Legion für aussehen. Na gut. Alle Prätorianer erhielten 100 EP. Erfüllt Auftrag. Ursulus ist eine Stufe aufgestiegen. Aha. Jetzt müssen wir dort hoch. Die Legende der Geisterarmee. Die Sonne brennt unerbittlich auf eurer Gruppe nieder, wie ein unerbittlicher Feind, der einen wolkenlosen Himmel beherrscht. Der Weg führt euch durch eine kleine Ansammlung von Häusern, die um einen wundersamen Brunnen herum angeordnet sind. Eure Prätorianer betteln um eine Rast. So gut. Warum war das? Ihr steigt ab und bindet die Pferde an einen abgestorbenen Palme an. Als ihr den Weiler betretet, öffnet sich eine knarrende Tür und eine alte Frau strahlt euch an. Ihre zahlreichen Falten scheinen wie von selbst in ein warmes Lächeln überzugehen, als sie euch in ihr Haus einlädt, um der Hitze zu entkommen. Sie bietet euch Speis und Trank im Gegenzug für eure Gesellschaft. Das ist sehr nett von euch. Ich wüsste nicht, warum ich das Angebot ausschlagen soll. Das Haus ist winzig und doch besteht sie darauf, eure gesamte Gruppe unterzubringen. Ihr drängt euch in dem schummrigen Raum zusammen, dessen Fenster geschlossen sind, um die Sonne fernzuhalten. Die Frau tischt eine unglaubliche Menge an Essen auf und der Geruch exotischer Gewürze erfüllt schon bald den Raum. Während ihr mit euren Leuten speist und trinkt, versucht die Frau zunächst euch Fragen über euch und die Reise zu stellen. Spekulatoris wissen jedoch, dass sie solche Informationen nicht preisgeben sollten. Schließlich beginnt die alte Frau, die sich offensichtlich sehr über eure Gesellschaft freut, eine Geschichte von einer Schlacht aus längst vergangener Zeit zu erzählen. Sie erzählt von einer anderen Zeit, als Römer wie ihr durch diese Dünen zogen und ihr Großvater in einer Schlacht gegen sie focht. Die Berber waren zahlenmäßig weit unterlegen, aber just als die beiden Armeen aufeinander trafen, zog hinter der Berberarmee ein Sandsturm auf und wirbelte eine riesige Staubwolke auf. Die Römer nahmen fälschlicherweise an, dass nur ein riesiges Berberheer zu viel Staub aufwirbeln konnte. Sie zogen sich zurück und die Schlacht war gewonnen. Das war weise von der Rose. Die 3 oder die 2? Nehmen wir die 2. Armee hin oder her, es war weise von den Römern, sich zurückzuziehen. Ein Sandsturm während einer Schlacht ist ein böses Omen der Götter. Naja, ein Sandsturm während der Schlacht kann auch sehr viele Tote bedeuten. Abergläubisch, ja, skeptisch. Frau lacht und nickt, bittet und bietet dir an, deinen Becher wieder aufzufüllen. Leise Gemurmel erhebt sich unter deinen Prätorianern, die über die Natur übernatürlicher Vorzeichen sind. Ihre Geschichte bleibt euch auch dann noch im Gedächtnis, als ihr das Haus verlasst.
euch wieder den Sattel schwingt und aus dem Weiler reitet. Ihr erkennt, dass diese alte Geschichte tatsächlich eine Idee für eine Kriegslist. Willitis werden üblicherweise vor einer Armee aufgestellt, um sie vor dem Feind zu verbergen. Wenn ihr eure Plänkler in diesem Gefilde stattdessen hinter die Frontlinien zurückzieht, könnten sie so viel Staub aufwirbeln, dass eure Armee zwei- oder dreimal so groß erscheint, wie sie tatsächlich ist. Ein solcher Trick könnte verheerende Auswirkungen auf die Moral des Feindes haben. Diese List solltet ihr euch für einen staubigen Tag bewahren. Gut. Rauchbombe ist auch fertig. Betreten wir Avilia. So. Yep. Und betreten. Gut, wir hätten jetzt auch das Feuer mitnehmen können, das griechische. Aber es wird auch so gehen. Wir sind ja durchaus gut ausgestattet. Müssten wir. Ich könnte auch neue Rüstungen bauen. Ich glaube, wir hatten ja neue Rüstungen gefunden. Ja, hätte ich vielleicht überlegen sollen. Die Bergzitadelle. Ganz hübsch. Udats Haus liegt am Weg vom Markt zur Zitadelle. Es ist schlecht verteidigt und die Wachen sehen bemerkenswert dumm aus. Bemerkenswert dumm, okay. Wann habt ihr euch schon wieder weggeschlichen? Als ihr nicht hingesehen habt, wie üblich. Wie eine Katze beim Schleichen und wie ein Tiger im Kampf. Wer Julia Kalida unterschätzt, ist ein Narr. Hat Syneros euch beigebracht, solche Komplimente zu geben? Wäre es auch wahr, es funktioniert. Haben wir einen Plan? Da wäre natürlich die Möglichkeit, einfach direkt vorzugehen. Wir können einfach zum Tor marschieren und angreifen. Es wäre aber auch vielleicht möglich, unser Ziel hinter ihren Mauern hervorzulocken. Vielleicht kennen die Händler auf dem Markt ihren üblichen Tagesablauf. Sehen wir uns etwas um. Sehr gut. Okay. Das sind wir. Und das sind scheinbar die Händleruniformen. Interessant. Wobei das ja nicht auffällt, dass wir eher europäisch aussehen und gekleidet sind wie die Händler hier üblich. Das wäre vielleicht tatsächlich glaubwürdiger, wären wir so an. Das war ein Fehler. Gegen Rom werden wir nie bestehen können. Die Entscheidung wurde gefällt. Jammern wird uns jetzt nur noch schwächen. Es wäre, glaube ich, glaubwürdiger, wenn wir Kleidung hätten, als wären wir ausländische Händler. Die inländischen Händler kaufen, die uns dürften die uns eigentlich nicht abkaufen. Komm, nimm mal alles mit. So. Finde deinen Weg, Sekura von ihrer Wachen vorzulocken, schafft euch Zugang zur Sekura und entführt sie auf. So. Zitadellenwache. Da wollen wir erstmal noch nicht. Gucken wir mal, was hier ist. Das ist schon mal verschlossen. Oh, da ist ein Stück Pergament. Immerhin können sich Händler noch frei bewegen. Ich hätte gedacht, dass die Römer eine Blockade um die Stadt verhängen würden. Nasamonis ist groß. Nicht einmal Rom kann es kontrollieren. Wir kontrollieren eigentlich schon fast alles hier. Aber okay. Anleitung Giftampulle. Das klingt doch gut. Bin zwar nicht so ganz immer der Freund von Gift, aber... Auf jeden Fall. Willkommen, willkommen, Kollege und Nachbar. Was führt euch nach Avila? Natürlich die Qualität der Waren der örtlichen Händler. Natürlich. Und ich habe die beste Qualität. Was für Waren sucht ihr genau? Mag zwar sein, dass die Ehrlichen ablehnen, aber da muss man auch mal ganz ehrlich sein. Wenn wir schon eine Geheimmission machen, müssten die das generell ablehnen.
dass wir bei einer Geheimnisvision lügen dürfte, für die eigentlich kein Problem sein. Was verkauft ihr? Schauen wir doch mal. Hat lächerliche Preise. Was heißt? Oh. Willkommen zurück, mein Freund. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Eine Frau. Was für eine Art Frau. Ich bin nicht diese Art Händler, aber ich kann euch einen empfehlen. Dann tut das bitte, aber tatsächlich bin ich auf der Suche nach Udats Ehefrau. Ah, die verbotene Frucht, was? Aufregend. Ich beneide euch nicht, mein Freund, aber ich kann euch helfen. Für einen gewissen Preis natürlich. Dann nennt euren Preis, Händler. Ist nicht übertrieben. Sagen wir 1000 Denari? Ein vernünftiger Preis, wir haben das. Die Frau, nach der ihr sucht, kommt immer mal wieder zu den Marktständen. Ihr seid doch ein Händler, oder? Baut hier euren Stand auf und irgendwann werdet ihr sie treffen. Normalerweise hat sie nur 2 Wachen dabei. Ihr könnt dann einfach mit ihr reden, wenn sie vor eurem Stand steht. Kommerz ist doch das beste Aphrodisiakum, oder? Hab Dank, Freund. Darf ich euren Stand abkaufen? Ihr wollt mir mein Geschäft abkaufen? Sie kauft hier oft ein. Mein Stand würde euch gute Dienste leisten. Für 3000 Denari gehört er euch. Ein gutes Angebot. Leider habe ich nicht so viel Geld bei mir. Und es sieht so aus, als würden wir euren Stand bald brauchen. Wie wäre es mit 2000 Denari? Jetzt sofort. Das ist alles, was ich habe. Nehmt es oder lasst es. Oh, ihr seid ein harter Verhandlungspartner, mein Freund. Na gut, so sei es. Mein Stand gehört euch. Ich wünsche euch viel Glück. Wenn ihr mich entschuldigt, ich habe einen wichtigen geschäftlichen Termin mit dem Weinhändler. Du hast jetzt auch genug Geld für den Weinhändler. Jetzt müssen wir aber gucken, dass wir wieder die Denari zusammenkriegen. Was ist mit dem Mann geschehen, dem dieser Stand gehört hat? Ihr seid direkt in meinem Fall. Ich gebt euch sofort und kommt. Ich habe ihn reich dafür entlohnt, damit ich allein mit euch reden kann. Wartet. Ich kenne euch. Ihr seid der Römer, mit dem mein Mann am Hof des Himmels gesprochen hat. Dann wisst ihr, dass euer Leben in Gefahr ist. Kommt friedlich mit oder wir müssen eure Wachen töten. Freunde, beschützt mich! Ja, ich habe gehofft, sie kommt da friedlich. Vielleicht hätte ich sie doch zusammenschlagen sollen. Ach, du bist Bestia. Inos, kommst. Nee, irgendwie nicht unterscheiden. So, ihr zwei tauscht mal die Plätze, damit Synoros da in Deckung gehen kann. Dann kommst du hierher, damit. Ich muss ein bisschen anders planen. So, ihr stellt euch so auf, dann kann der nämlich nicht. Doch, der kommt trotzdem an. Ja, dran. Nicht dich hier hinstelle. Noros kommt hier hin. Dann kann ich mit dem Bogen drauf schießen, aber ist okay. Ich habe damit nicht. Bleibt weg von mir, bitte! Hilfe! Versteckt euch irgendwo! Helft mir doch! Hilfe! Helft mir! Lauft! Ja, versteckt euch irgendwo! Häuser. Schön in die Häuser, dann passiert euch nichts. Ach, wir dürfen sogar anfangen. Ich soll die außer Gefecht sein. Hat nur 21 Lebenspunkte. Jetzt nicht das Buch. Vielleicht muss ich deine Waffen nicht töten. Und. Wir haben sie. Schnell. Bindet ihr die Hände eure und dann Ziel ist außer Gefecht gesetzt. Verwendet die Fessel in eurem dritten Feld für taktische Gegenstände, um einen. Deine Hände zu fesseln ist
wieder auf die Beine zu. Aha. Gut, ich muss die doch erledigen. Reichweite 2. Ich habe es immer noch drauf! Hast du dich ein kleines bisschen zu viel gefreut, glaube ich. So. Dann. Diese Leute sind so schwach! Ja, die sind nicht so wirklich. Da hast du recht. So. Dann. Ja, lassen wir das. Ja, das. Raus, gemeinsam! Ja, die versucht verblutet. 4 Runden verbleiben hier. Entkommt. Ja, wir müssen jetzt einfach nur noch aus dem Tor raus. Oh. Aber. Lasst uns gemeinsam gegen sie vorgehen. Das wird, glaube ich, noch eine etwas größere Angelegenheit. Sich gegenseitig um. Sie bringen sich gegenseitig um. Ich habe damit nichts zu tun. Sie bringen sich gegenseitig um. Lauft! Hilfe! Hilft! Bleibt weg von mir, bitte! Gut, aber wie wir es hier rausschaffen, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen, wünsche einen gesegneten Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.